Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Heute gibt es natürlich wieder, ich nenne sie jetzt mal Abonnenten-Challenges mit der Cheat Engine. Ich habe mir natürlich auch für heute wieder eine Challenge rausgesucht, die könnte so ein ganz klein wenig OP werden, und zwar von meinem Abonnenten Retsam LP. Ich hoffe, ich habe dich jetzt richtig ausgesprochen. Ich sollte vielleicht ins Fenster klicken, um hier meinen Charakter auszuwählen. Also zum einen soll ich hier Judas mitnehmen. So, wir werden natürlich hier wieder vorerst mal den Raum säubern. Oh, komm mal her. Lasst mich mal gucken. Ja, die darf ich mitnehmen. So, wir werden uns jetzt mal in den Raum verkriechen hier. So. Und zwar, seine Challenge heißt The Real Judas. Und ich darf mir als allererstes mitnehmen, ein neues Baseball-Item. Und zwar, wo haben wir es denn? Das Yamhart. So, einmal kurz hier ins Fenster klicken. Als nächstes darf ich mir mitnehmen, Polyphemus. Hehe. Moment, das habe ich mir hier schon rausgesucht. Einmal Polyphemus. Als nächstes darf ich mir mitnehmen, das hier. Sacred Heart. Hehe. So, dann darf ich mir zwei Tiers Upgrades nach meiner Wahl mitnehmen. Da fällt meine Wahl eigentlich auf dieses Sad Onion. Dann bräuchte ich eigentlich kein anderes, aber ich nehme trotzdem noch den Wire Code mit. So, und dann schreibt er noch, falls du willst, 1-2 HP-Upgrades, um es leichter zu machen. Da würde ich mir zum einen, darf ich jetzt, danke, die Raw Liver mitnehmen. Und ich würde mir gerne Stem Cells mitnehmen. Ja, genau. Damit uns hier wieder schön was aus dem Gesicht wächst, so. Dann hätten wir das, Regeln gibt es natürlich auch für die Challenge. So, mal hier alles zumachen. Und zwar, ich darf keine Herzen und HP-Upgrades mitnehmen. Also das heißt auch keine Herzen, die hier irgendwo im Raum liegen. Ich darf nur das Yamhart benutzen, um mir wieder Herzen zu geben. Keine Teufelsräume und keine Itemräume. Pillen, Karten, Shop und Battleraum sind okay. So, dann würde ich doch sagen, ne? Ich klicke hier einmal wieder in das Fenster. Ja, das könnte durchaus interessant werden, ne? Was die Sache natürlich noch ein bisschen leichter machen würde, wäre hier, wenn ich ein Flug-Item hätte, ne? Ich hätte mir auch zum Beispiel eine Mischung aus HP-Upgrade und Tears-Upgrade geben können, und zwar wäre das der Holy Grail gewesen, ne? Oder macht er überhaupt Tears-Upgrade? Auf jeden Fall wäre das ein HP-Upgrade gewesen und ich hätte hier quasi, so, Geld denke ich darf ich mitnehmen. Ich darf in den Shop Tour of Hearts. Ja, die darf ich auch. Moment. Karten sind erlaubt. Haha. So, was hätten wir denn hier? Einmal den hier kurz aus dem Weg räumen. Was natürlich richtig interessant ist, dass ich meine Herzen nur mit dem Yamhart auffüllen darf. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich hier irgendwo, wenn ich einen Boss oder irgendwie einen Mob töte, dass ich da aus Versehen in ein Herz reinlaufe, ne? Das kann schon mal passieren. So, Moment. Keine Herzen, HP-Upgrades aufnehmen und nur das Yamhart benutzen. Keine Teufelsräume und keine Itemräume. Ich werde die Boss-Items auch mal da lassen. Es steht zwar vor den Boss-Items nichts da, aber ich denke mal, er möchte, dass ich diese da lasse. Da ich ja dafür die Battle-Räume und Shops mitnehmen darf. Aber wir gucken einfach mal. So, ich muss mal nochmal ganz kurz hier rausklicken. Okay, das passt alles. Ich muss nur gucken, ob meine Spur hier läuft. Meine Audiospur. Das wäre nämlich hier nicht schön gewesen. Darf ich nicht mitnehmen. Über Kisten steht da auch nichts. Dann lasse ich die Kisten auch mal da. Ja. Na klasse. So, dann einmal hier zurück.
bitte meinen Schlüssel. Obwohl, das wäre sogar egal, wenn ich den hier. Oh, schon wieder eine Kiste, das ist doch gemein. So, hier. Den Kompass, den nehme ich mir mit. Battleraum ist in Ordnung. Nein, hört bitte auf. Zack, zack, zack. Na, möchtest du wohl? So, ein bisschen Geld für uns. Weiter geht's. So, erstmal die lästigen Fliegen, wollte ich sagen. Und dann schießt er mir hier so richtig gemein in den Rücken. So. Normalerweise müsste doch hier der Geheimraum sein, oder? My Little Unicorn. Ne, das kann ich nicht mitnehmen, denn ich brauche ja so einen kleinen Herznachschub, den ich irgendwo herbekomme. So, okay. Dann einmal hier unten entlang. Ich habe noch nicht genug Geld für den Shop. Der Arcade darf auch da bleiben, denn da kann ich sowieso entweder einen HP-Upgrade-Maker kriegen oder vielleicht mit ganz, ganz viel Glück Skatol, aber... Ja, die Chance ist relativ gering, Skatol zu bekommen. So, keine Boss-Items, keine Teufelsräume. Dann geht's weiter. Oh, ich hätte das Geld mitnehmen können. Habe ich hier eiskalt eine Münze liegen lassen. Tja. Naja, wenn das auch geht. Curse of the Labyrinth. Das ist ja lustig, ne? So, ich schick euch hier mal was rein. Rems. Weiße Fliege tut weh. So, komm mal her. Und du genauso, denn wenn ich hier zurückgehe, dann bleibe ich hundertprozentig an dir hängen. Und das kann ich mir im Moment nicht erlauben. So, einmal hier lang. Knapp. Ganz, ganz knapp. Moment, da ist nur der Opferraum. Diesen möchte ich nicht haben. Na, ein Problem? Mom's Pearl. Ach komm, nehmen wir mal mit. Was soll der Geiz? Wir haben eh kein Trinket, von daher ist es egal. Ein Trinket muss ich mir mitnehmen, denn ich will ja zum Blue Baby, also sind Trinkets auch erlaubt. So, dann geht's einmal hier nach rechts. Ein Schlüssel. Da komme ich nicht ran. So, ich muss nur aufpassen. Oh, aber da komme ich jetzt ran. Möchte das Feuer bitte ausgehen? Ich habe hier Polyphemus. Dankeschön. So. Hör doch auf. So. Wow. Hier. Ich schenk dir was. Eine neue Karte. Nochmal Tour of Hearts. Mhm. Eine Münze. Die möchte ich bitte haben. Na, der war schlecht. Karte. Temperance, die Blutbank. Nö. Nö. Oh, ein Blutspendeautomat. Noch einer. Okay. Kann ich nicht, will ich nicht, darf ich nicht. Aber die Münze. Die darf ich. So. Immer langsam reiten. Nö. Möchte ich nichts haben. Möchte ich nicht haben. So. Dann hätten wir da oben noch Räume. Die will ich natürlich auch mitnehmen. Ich möchte mir ja alles angucken. Oh. Na super. Und wie soll ich jetzt da durch die Tür kommen? Kann mir das mal jemand sagen, ohne das Seelenherz aufzunehmen? Äh.
Einmal hier gekonnt durchgedrückt. Bombe. Also ab und zu werde ich sicherlich ein Problem haben, gerade in so einem Raum wie vorhin. Na? Wenn da zum Beispiel ein Herz im Weg liegt, wie soll ich da bitte durchkommen? Na komm, na komm. Oh Gott. Ich stelle mich aber auch gerade wirklich an, ne? Sehr gut, an den komme ich auch ran. Ja, komm schon. Okay, wir hätten hier alles. Wir können gleich hier durchgehen. Wow, wow, wow. Das war jetzt knapp, ne? Da hätte ich doch beinahe das Seelenherz aufgenommen. Ja, das ist das, was ich meine, ne? Es wird sicherlich in dem Run ein, zwei Momente geben, wo ich vielleicht wirklich irgendwas aufnehme, was ich nicht aufnehmen möchte. Wo ich aber auch vielleicht nichts dafür kann, ne? Moment mal, eigentlich könnten wir dich doch in die Luft jagen. Für ein bisschen Geld. So, das Herz möchte ich nicht haben. Dann geht's ab zum Boss und so langsam dürften wir mal an ein paar mehr Münzen rankommen, denn, ja, hallo Sir Husk. Denn ich würde gerne mal in den Shop gehen. Okay. Aua. Keine Boss-Items. Oh Gott. Hätte ich doch beinahe mitgenommen. Oh nö, nicht Piep. Aber ich habe ja noch die Tour of Hearts-Karte. Aua. Okay, weiter geht's. Meine Item-Kombi ist zu viel für das Game. Es wollte mal wieder nicht weitergehen. Aua. So, ich bräuchte bitte eine neue Tour of Hearts-Karte. Ja. Nicht auf die weiße Fliege. Geh doch auf dieses rote Knubbeldings. Wo? So, Münze mitnehmen. Nein, danke. Da verliere ich nur wieder Herzen. So. Keine Spinnen mehr. Bombe. So. Na komm schon. Ha, da ist der Schuss ein bisschen verhungert, ne? Nur ein ganz klein wenig. Git, git. Vorsichtig. Geh weg von mir. So, kurz warten, jetzt. Dann werden wir gleich mal den Weg hier freilegen. Das hätte nicht sein gemusst, müssen, sollen. Ach, nee. So, einmal hier durch. Denn wir hätten ja noch ein bisschen was zum Erkunden. So. Nein, nicht aufnehmen. Ganz gefährlich. Aber man macht das mittlerweile schon so aus Reflex, ne? Dass man die Herzen einfach mitnimmt. Hör auf, Kusch. Wobei, ich könnte bei 6 Münzen mal nachsehen, ob hier der Geheimraum ist. Nein. Vielleicht hier. Nein.
Isaac says no. Aua. Ich hoffe, ich kriege mein Herz noch aufgeladen vor dem Boss. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso irgendwo wieder Schaden nehmen. Ja. Das ist ja alles so gemein. Aua. Das war mir so klar, dass mich mindestens einer von denen, dass mir der wieder so einen grünen Popel hinschmeißt, ne? Und ich hier wieder ein ganzes Herz Schaden bekomme. Oh Gott. Jetzt wird's aber so langsam, ne? Jetzt wird's unangenehm. Die Herzen schwinden, ne?